Nach unserem ersten Sieg in der Bundesliga gegen Gladbach folgt heute direkt das nächste Schwergewicht und zwar Leverkusen. Die Elf vom Bayerwerk, vom Rhein, ist heute zu Gast hier an der Weser. Und ich werde wieder ein kleines Experiment wagen. Ich werde heute einem jungen Spieler seinen Traum wahrscheinlich erfüllen, einmal vor ausverkauftem Haus zu spielen. Und zwar ist es unser Nachwuchskeeper Reeves, den ich heute mal ins kalte Wasser werfe. Warum? Fragt ihr euch, habe ich eine Wette verloren? Nein, einfach so. Ich bin auch so ein bisschen in der Testphase. Vielleicht ist dieser Reeves ja besser als unser Stammkeeper, Arboleda, der dann plötzlich, keine Ahnung, unmögliche Bälle rausholt, der innerhalb von einem Monat 10 Stärken besser kriegt oder was weiß ich. Ja, einfach mal auch so bin. Ich habe das Weitere noch ein 4-4-2 integriert für die 4-1-2-1-2-Aufstellung. Ja, einfach mal ausprobieren. Einfach mal austesten hier Reeves. Mit der Nummer 1 im Tor, schauen wir uns gerade mal an, ansonsten ist alles gleich geblieben. Bittencourt, Popescu, Kone, vorne haben wir Umar Sadik, der auch noch auf sein erstes Tor wartet. Und dann bin ich sehr, sehr gespannt. Starten wir rein, natürlich wieder, haha. Ah ja, apropos Kamera, ich habe auch mal gedacht, dass ich so diese Stadionkamera, es gibt ja, ich weiß gar nicht, wie die heißt, diese klassisch, ist das klassisch oder muss ich nochmal gucken, was das ist, oder Übertragung, also auf jeden Fall diese Standardkamera, wie sie auch im Fernsehen ist. Ich weiß nicht, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ich das auch mal ausprobieren soll, ob die Sicht vielleicht besser ist, ob die euch besser gefällt. Dann kann ich die gerne in den nächsten Parts auch mal ausprobieren, damit ihr auch mal so einen Vergleich habt. Und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich hoffe, dass wir heute natürlich den nächsten Sieg erlangen, egal wie. Sollte unser Rücken Wind gegeben haben, der Sieg in Gladbach. Und natürlich hoffe ich auch für Reeves, dass er heute zu Null spielt. Das wäre natürlich schön. Und dass Umar Sadik vielleicht sein erstes Bundesliga-Tor schießt. Diese Wünsche habe ich. Weihnachten ist zwar vorbei, aber mit harter Arbeit gelingt das vielleicht. So, und da haben wir Umar Sadik. Da ist er, freigespielt. Und die große Chance nach 6 Minuten. Aber Radetzky ist halt auch ein geiler Keeper. War halt bei Eintracht Frankfurt. Woher soll es auch anders kommen? Nein. Also, erste Chance, gut gespielt, gut die Lücke gesehen. Da war aber Leverkusen ganz schön offen. Genauso wie jetzt hier Alexandropoulos, der kann durchmarschieren. Oh, Wembley-Tor und Sadik. Mein Gott, nächste Chance. Und der war natürlich klar vor der Linie. Und genauso wie damals bei Deutschland-England. WM 2010, der Ball war auch ganz klar vor der Linie. Ha, nein, natürlich nicht. Und jetzt kommt Diaby. Oh, das ist auch so ein Wunschspieler, den ich gerne hätte in meiner Mannschaft. Den kannst du auch an der Schnur aufziehen. Ey, der läuft und läuft und wird nie müde. Achtung. Leverkusen kommt. Achtung, erste Chance. Baumgartlinger zum zweiten. Und da ist es passiert. Gut, der erste Wunsch ist schon mal nicht in Erfüllung gegangen, dass unser Keeper hier zu Null spielt. Ich glaube, Arboleda hätte ihn auch nicht gehalten. Ach, da hast du so gut angefangen, ey. Das ist halt, ja, das Alltagsgeschäft, erste Bundesliga. Du wirst eiskalt bestraft, wenn du die Chance nicht nutzt. Da hat man eigentlich schon gewonnen. Zack. Und dann kommt Baumgartlinger nochmal ran. Warum auch immer. War Reeves sogar noch dran? Das sah so aus. War der sogar noch dran? Kann das sein? Ja, so ein bisschen. Ich habe so das Gefühl, dass er ein bisschen dran war. Aber zu halten war der, glaube ich, nicht. Schade, ey. Baumgartlinger, erstes Tor natürlich. Wie immer. Gegen uns. Und dann hast du diese Chance durch Sadik. Diesen Lattenschuss von Alexandropoulos, der aus diesem Winkel echt gut war. Ich hatte damit gar nicht gerechnet. Und dann fehlen die Zentimeter zur Führung. Und auf der anderen Seite, zack, kriegst du das Gegentor. Was willst du da machen? Das ist halt einfach unglücklich. So, mehr gibt's darüber, glaube ich, nicht zu reden. Deswegen weiter geht's. Noch ist viel Zeit. Alexandropoulos und wieder Sadik. Der hat da ein bisschen Platz. Der hat auch einen guten Schuss und wird wieder geblockt. Schade. Aber wir setzen gut nach. Wieder Sadik von Kone. Ach du Scheiße, was macht Leverkusen denn? Radetzky. Bisschen unsicher. Oh, und Popescu. Billard hier. Ping-Pong im Leverkusener Strafraum. Und wir kommen leider nicht ran. Und das meine ich halt, du kommst da nicht hinterher. Amadou muss jetzt mal als Linksverteidiger aushelfen, weil Bernabé irgendwie fehlt. Da ist Nicolas Pepe natürlich zu Leverkusen gewechselt. Wohin auch sonst? Ein Back-to-Back. Die machen uns jetzt hier wieder nass. Guckt euch das an. Ey, wir können nichts machen. Eiskalt PP und Verteidigung klärt. Achtung, Baldock. Ich will es immer spielerisch lösen. Deswegen sieht das immer so ein bisschen riskant aus. Oh, sogar der Ball. Aber muss sein. Muss einfach sein. Das ist so mein Spielstil. Den würde ich auch gerne beibehalten. So, und jetzt mal Sade gegen Retzos. Der sieht momentan auch kein Land, ey. Aber gut. Wir haben auch schon mit anderen Stürmern Zeit gebraucht. Belotti gegen Diomande. Das war richtig gut gemacht. Und da ist das zweite Tor.
27. Minute und Reeves muss wieder hinter sich greifen. Oh Mann, das ist echt maximal unglücklich und bitter. Hätte ich doch vorher erahnen können. Aber wie gesagt, es hätte ja auch sein können, dass dieser 60er Keeper, also Gesamtstärke 60, das Spiel seines Lebens macht. Aber da, das müssen wir schon verhindern. Das müssen wir einfach verhindern und dann, ja, Reeves. Merkt man vielleicht auch die Gesamtstärke ein bisschen an. Belotti natürlich eiskalt vorm Tor, kannst du nichts machen. Tja, schade. Dann probiere ich mal das 4-4-2. Sehr offensiv, 4-4-2. Schade, dann fällt alles das wieder zusammen, was wir uns gegen Gladbach so schön aufgebaut haben. Aber gut, so ist Fußball. Ne? In dem einen Spiel, zack, dominierst du die Mannschaft. In der anderen bekommst du die Gegentore wie am laufenden Fließband. Jetzt haben wir schon wieder zwei. Und aufpassen, dass das hier wirklich nicht ganz böse endet. Also gegen Hoffenheim hatten wir ein bis zwei gute Chancen. Die hatten wir jetzt schon in der ersten Halbzeit nach wenigen Minuten. Oh, das meine ich zum Beispiel auch. Van de Feen. Da müssen wir einfach ein bisschen schneller sein im Zweikampf. Ein bisschen wacher. Und schon früher auf den Füßen stehen. Sadik mit Popescu gegen Fosu-Mensa. Popescu, nee, wir sehen noch kein Land. Also das ist ein ganz anderes Auftreten als in der zweiten Liga. Viel schwieriger, Zweikämpfe sind viel schwieriger zu führen. Vorne kommen wir halt auch nicht so leicht durch. Und die Ballstaffetten sehen natürlich viel flüssiger aus vom Gegner als noch in der zweiten Liga. Ist ja auch logisch. Mann, erste Liga ist ein ganz anderer Brocken. Aber vielleicht da jetzt mal über Kone. Nee, der schafft es auch nicht. Der schafft es da auch nicht durch. Da muss unser altbewährtes Tannenbaumsystem mal herhalten. 4-3-2-1, aber jetzt muss erstmal unsere Verteidigung hier herhalten. Diomande, Achtung, der Ball wird unten durchgesteckt und Ballock ist da. So, vielleicht wie gegen Gladbach. Ich weiß gar nicht, warum ich die Formation nicht von Anfang an gewählt habe. Retzos gegen Kone und Zadik in der Mitte gegen Fosu-Mensa wahrscheinlich. Gibt es wenigstens mal Ecke? Nein. Leverkusen macht das halt im Stile einer Spitzenmannschaft. Die gehören halt einfach oben hin. Das ist halt nicht unsere Kragen weiter, aber solche einfachen Fehler und schon wieder ist dann die Lücke da hinter der Abwehr. Diaby, oh, Diomande lässt sich da tunneln. Belotti wird's und, oh, ist etwas Elfer gegeben, Achtung. Nicolas Pepe, da gehe ich halt wirklich bewusst nicht in die Zweikämpfe, weil ich weiß genau, es gibt dann Elfmeter. Wenn der liegt, dann gibt es Elfmeter, 100 pro. Und somit steht es halt leider 2-0 und auch nicht ganz unverdient. Und obwohl wir richtig gut begonnen haben, ey, eine Chance von Zadik, eine große. Ein Schuss gegen die Latte, unterkante Latte springt raus. Und somit steht es halt leider 2-0. Was, das ist halt so. Ist bitter. Ihr seht, zwei Schüsse. Wieder mehr Pässe gespielt. Aber die Tore sind entscheidend. Das sage ich euch immer wieder. Habe ich euch gesagt. Und so wird das auch in Zukunft sein. Und so Teams, mit denen können wir uns halt einfach nicht messen. Ist halt so. Genauso wie Leipzig, Dortmund, Bayern, wenn man es mal realistisch sieht. Die spielen aus Bremer Sicht in einer ganz anderen Liga. Wir müssen wirklich unsere Punkte gegen Augsburg, Freiburg, Mainz, Schalke, hast du nicht gesehen. Vielleicht landen wir auch mal den einen oder anderen Überraschungssieg. Dortmund, Bayern, keine Ahnung, machen unser Spiel der Saison. Weiß man alles vorher nicht. Aber wir haben ja auch eine zweite Halbzeit. Und wir haben auch schon öfter auch Spiele gedreht. Auch unmögliche Spiele. Und warum sollten wir das nicht heute auch irgendwie hinkriegen? Dazu brauchen wir aber Chancen. Und natürlich auch eine gute Chancenverwertung, ne? Versteht sich von selber. Jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal ein bisschen mehr Offensivkraft. Merke ich schon gerade. Schon viel drückender und viel besser als in der ersten Halbzeit. Bordock kriegt da den Rom. Sade geht wieder weg. Das verstehe ich nicht. Junge, das ist doch dein Bereich. Dein Territorium. Bleib doch da vorne. Der geht immer wieder raus aus dem Sturmzentrum. Ey, ich kann mir das nicht erklären. Ah, Veros geht zu Juve. Alles klar. Warum auch nicht? So, Van de Feen wach und klärt den Ball. Ja, und für Reeves ist das natürlich echt, muss ich nicht sagen, sehr, sehr unglücklich. Da machst du mal ein Spiel für die Profis, ey, und dann kassierst du schon zwei Tore. Aber da war er auf jeden Fall wachlos. Baldock. Und jetzt Umar Sadik. Wo ist er? Da ist er, aber kommt immer noch nicht ran. Also der Junge, egal gegen wen bislang, wird immer zugestellt. Eine Chance hat er gehabt in der ersten Halbzeit. Die hat er leider nicht genutzt und jetzt müssen wir aufpassen. Diaby, den hätte ich halt gerne. Umsonst. Fehlt mir aber leider noch das Geld. Ein bisschen Druck müssen wir natürlich auch machen. Ich mache mal in den Strafraum. Irgendwann muss ich auch das Teampressing anfangen. Wenn ich jetzt mal dann oder nochmal ein bisschen an der Formation feilen und das geht halt zu einfach. Bernabei
gegen Diaby. Jetzt kann es schon zu Ende sein, wenn sie es gut ausspielen. Nein, machen sie nicht. Bernabé ist da. Und vorne haben wir dann eine 3-auf-3-Situation, wenn wir es jetzt gut ausspielen. Sadik. Es läuft sich keiner frei. Wir rücken auch zu langsam nach. Amadou kommt da oben mit. Das ist schlecht gespielt, ey. Scheiße. Ja, es hapert an Kleinigkeiten. Das, was vielleicht in der zweiten Liga noch durchgegangen wäre, so von den Pässen her, da ist noch mal der ein oder andere schlechte Ball angekommen. Das ist halt nicht so. Diaby aufgepasst und Reeves ist da. Sehr schön. Freut mich, dass er mal eine Parade hat und Belotti. So, jetzt habe ich noch ein Ass im Ärmel vielleicht. Und zwar werde ich, was mache ich denn? Ein bisschen tiefer stehen, um dann zu kontern? Bringt mir eigentlich nichts. Ich muss jetzt Pressing spielen. Hilft nichts. Ich muss Pressing spielen, ganz hoch stehen. Auch in der Formation. Dann machen wir mal schneller Aufbau und direkte Pässe. Bisschen breiter stehen. Männer vorne rein. Und auch alle Mittelfeldleute nach vorne. Hilft ja nichts. Nach vorne. Die müssen sich auch zentral orientieren. Und dann einfach mal gucken. Hauen wir nochmal alles rein in den letzten 25 Minuten. Reeves, wie gesagt, jetzt auch mal mit einer Parade. Ist auch mal ganz gut, wenn er nicht jeden Ball ins Tor reinbekommt. Flanke kommt. Amadou ist da und Popescu klärt. So. Und aufbauen. Und schnell nach vorne. Komm, ich habe schneller Aufbau eingestellt. Dann möchte ich jetzt auch einen schnellen Aufbau sehen. Mal gucken. Popescu. Und Umar Sadik vorne. Läuft rein. Ah, der kommt zu lang. Schade. Und auch nicht genau. Achtung, Radetzky mit dem Fehler. Und das ist die Chance. Bittencourt. Da muss der Gegner schon mithelfen. Auf geht's. Ball mitnehmen. Komm. Nein, nimm doch den Ball. Da ist er doch. Nimm ihn doch. Oh, er nimmt ihn nicht. Hallo. Ja, dann nicht. Egal. Schauen wir uns das Tor lieber nochmal an. Hier auch ein Fehler von Radetzky, den er selten macht. Und da musste den so natürlich erstmal machen. Der hätte auch gegen den Innenverteidiger kommen können, gegen Retzos oder sonst wohin. Aber Bittencourt hat die Klasse über ihn drüber. Schönes Tor. Schön gemacht. Und dann hilft uns der Gegner. Ist auch nicht so verkehrt. Vielleicht durch das Pressing. Ich weiß auch gar nicht, warum Radetzky da das Spiel schnell gemacht hat. Aber gut. Soll uns recht sein. 1:2 nur noch. Und jetzt haben wir noch spannende 20 Minuten, in denen wir einiges aufholen können. Aber natürlich auch jetzt die Entscheidung gegen uns bekommen könnten. PP. Der flankt natürlich nicht. Die spielen das immer aus. Das ist Wahnsinn. Belotti. Unglaublich effektiv. Eiskalt. Und keine Chance, nur irgendwie da zu verteidigen. Da kriegst du direkt wieder einen in die Magen gegen 1:3. Aber das ist mir aufgefallen. Wirklich, die spielen das nie. Oder beziehungsweise flanken nie. Die spielen das immer aus, die KI. Egal wie eng das ist. Und das ist natürlich auch unglücklich. Weißt du, streckt er die Hand aus. Also ich möchte jetzt nicht alles an Reeves festhalten. Ich weiß auch nicht, ob Arboleda da die Bälle gehalten hätte. Aber ich denke mal, dass wir Reeves erstmal zweiten Keeper lassen. Und sofern Arboleda wirklich nicht kann, wird Reeves dann wieder spielen. War halt mal ein Versuch wert. Warum nicht? Wir sind an Spieltag 4. Ich habe gesagt, so 5 bis Minimum maximal 10 Spieltage aus meiner Sicht würde ich mal geben, um dann mal zu gucken, wo man steht, wohin der Trend geht. Aber dann sollte man halt langsam schon mal sehen, dass man die nötigen Siege einfährt. Und wieder, es wird nicht reingeflankt, es wird immer versucht zu skillen. Das ist halt bei der KI so. Kann ich nicht anders einstellen. So, Ecke. Selbst da wird kurz gespielt, oder? Nee, Flanke kommt rein. Achtung, Reeves bleibt drinne. Und Kone vorne, wenn er sich durchsetzen kann. Nein, das ist halt auch so eine Sache. Da müssen wir auch die Bälle mal halten. Van de Feen kommt nicht ran und Reeves mit der nächsten Parade. Blondschopf, der wird noch seinen Weg gehen. Der wird, denke ich, nochmal vielleicht gute Stärken bekommen. Der hat ja einen guten Wert gehabt. Mal gucken. Oh, Reeves bleibt drinne. Und gibt nochmal einen Eckball, konnten wir nicht klären. Ich dachte, der kommt von alleine raus. Nochmal PP mit der Ecke. Jetzt kommt Reeves raus und hat den gut abgefangen. Mal gucken, wie weiter abwerfen kann. Ja, gut gemacht. Und wenn wir jetzt vielleicht schnell umschalten könnten. Amadou vielleicht mit dem Umut-Ball. Ja, klappt nicht. Oh, und der Ball war auch sehr riskant und sehr knapp. Aber er ist angekommen. Sadik, Baldock. So, und Sadik muss jetzt direkt wieder in die Mitte. Da zeigt das an. Schöne Flanke. Ach, der war nicht gut. Die Flanken, das ist auch so ein Krampf, wirklich in FIFA. Weiß nicht wie, entweder mit LB oder so oder RB oder keine Ahnung. Leverkusen kommt nochmal über Bellarabi. Gut, aber da spielen sie zu Ende. Schade. Also, es wird auch heute leider nicht reichen für den ersten Heimsieg. Müssen wir uns noch gedulden. Nächstes Spiel dann in Frankfurt. Gerade ausgerechnet gegen die.
muss es dann für den zweiten Auswärtssieg vielleicht lange. Das ist halt so ein Gegner, wo wir eventuell Chancen haben. Popescu! Nochmal mit der letzten Chance, aber es hat halt leider nicht sollen sein. Waren leider nicht stark genug Gegner, muss man Respekt zollen. Leverkusen hat das eiskalt gemacht. Ihre wenigen Chancen genutzt. Und das ist halt der Unterschied, ne? Geht am Anfang ein Ding von uns rein. Wer weiß, wie dieses Spiel dann ausgeht. Aber gut, Leverkusen gewinnt 3-1, auch nicht unverdient. Und ich muss mal gucken, dieses 4-3-2-1 hat vom Gefühl her auch wieder besser funktioniert als das 4-2-3-1 zum Beispiel. Ich muss dieses System einfach vielleicht auch nochmal ein bisschen modifizieren. So ein bisschen an den Stellschrauben drehen, dass da, weiß ich nicht, dass wir halt uns auf diese Formation festlegen und dann halt eventuell ein paar Anweisungen verändern. Aber gut, steht jetzt erstmal eine 3-1-Niederlage. Ist jetzt kein Beinbruch, weil wir haben ja das Ziel Klassenerhalt. Guck mal, die Trainerbewertung ist auch wieder auf eine 96. Und den nächsten Jugendspieler habe ich hochgeholt, weil er wäre sonst gewechselt. Da warte ich einfach auch mal ab. André Bosniak, der hat eine 54. Ihr wisst selber, der wird, glaube ich, in der Saison nicht so viel spielen. Aber ich habe ihn einfach mal mit reingenommen, dass unser Kader mal ein bisschen gefüllt wird. Denn wir haben auch ein ganz großes Problem auf der Auswechselbank und so weiter. Also unsere Stammelf darf sich wirklich nicht großartig verletzen. Weil, wir gucken jetzt gleich nochmal zusammen drauf, da kommt nicht mehr viel Gutes nach. Ohne jetzt den anderen nahe treten zu wollen und ihren fußballerischen Qualitäten abzusprechen. Aber guck mal, wir haben jetzt hier unsere Stammformation eigentlich gefunden. Dann haben wir theoretisch, beziehungsweise was heißt theoretisch, also wir tun mal Aboleda wieder rein. Dann haben wir Metsima noch als guten Innenverteidigersatz. Geis Mittelfeld und Blanco, Mina und Duxch. So, auf der Bank. Und dann schaut euch die Reserve an. Das sind so alles 60er, Anfang 60er, Mitte 60er Kandidaten. Ihorst, der einzige oder auch Golla, der man eventuell nochmal für rechts reinwerfen könnte. Der hat eine 83. Beziehungsweise 83 Tempo. Ihorst ist auch nicht langsam, ist auch, glaube ich, groß, 1,88. Also wäre eventuell auch nochmal eine Option. Ja, wir sind halt kein Meisterschaftskandidat, das muss man immer auch mal im Hinterkopf behalten. Von daher, ich freue mich mit der Truppe, es macht einfach Spaß und es macht auch Spaß, mal wirklich so um den Klassenerhalt zu fighten, zu kämpfen und nicht gleich am Anfang der Saison wieder auf 10 Punkte wegzuziehen. Muss ich euch auch ganz ehrlich sagen. Du bekommst deine Chance. Ivan Aboleda. Ich habe ein kleines Experiment gestartet. Experiment ist fehlgeschlagen. Wir gucken mal auf die Tabelle, bevor wir im nächsten Spiel nach Frankfurt fahren. Gladbach letzter hat bislang als einziges Team alle 4 Spiele verloren. Ihr seht, die sind auch nicht gut reingestartet. Hoffenheim genauso, die hätte ich auch oben erwartet. Schalke, ah ne, warte mal, hier muss ich machen. Frankfurt ist 9. Genau in der Mitte, 2 Siege oben. Leipzig vor Bayern. Die haben aber noch ein Spiel weniger. Also es wird, haben wir eigentlich auch an einem Sonntag gespielt? Jetzt habe ich wieder vergessen, diese Tor-News mit einzustellen. Ich glaube, wir haben an einem Samstag gespielt. Naja, dann hoffentlich werde ich das jetzt machen bei dem Spiel. Das ist nämlich auch ein Samstag. Und dann bin ich mal gespannt, ob es klappt und ob es dort auch mit unserem nächsten Sieg klappt. Also, macht's gut, danke fürs Zuschauen und wir sehen uns. Ciao, ciao.